Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglaudon, zu einem neuen Let's Play. Zum Let's Play Pokémon Uranium. Ein Fangame. Ein Pokémon-Fangame von Fans über Pokémon. Das verbotene Pokémon-Spiel von Nintendo. Verboten von Nintendo geachtet. Missachtet, geächtet, das würde ich sagen. Ja, starten wir ein neues Spiel und beginnen wir die Reise nach, ja, welche Region ist das überhaupt? Ich kenne das Spiel noch überhaupt nicht, werden wir jetzt alles neu erfahren und ja, ich stürze mich ins Abenteuer und wage mich in eine neue Welt der Pokémon. Schauen wir mal. Pokémon für den PC. Ich bin gespannt. Ich bin, ja. Ich lasse mich hier drauf ein. New Game, schauen wir mal. Ich kenne mich noch gar nicht aus. Gucken wir rein ins Spiel. New Game. Steuerung ist wahrscheinlich WASD. Schauen wir mal, ob ich mit der Steuerung zurechtkomme. Ah, okay, die Pfeiltasten. Choose your Game Mode. Regular Mode. Oder Nuzlocke Mode. Wir nehmen natürlich den Regular Mode. Are you sure you want to play on this mode? Yes. Na gut, das Ganze ist auf Englisch, muss ich noch dazu sagen. Und mein Englisch ist etwas mies. Also entschuldigt, wenn ich jetzt hier in diesem Let's Play vielleicht, wenn ich die Texte vorlese. Oder wenn ich mal das ein oder andere Textchen nicht vorlese. Ja, wenn ich da so ein bisschen schlecht bin im englischen Bereich. Let's go. Who is it? Oh, hello there. Willkommen. Ich versuche es auch ein bisschen zu übersetzen, soweit es mir gelingt. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Bambo. Ich hoffe, die Musiklautstärke ist in Ordnung. But if you find that hard to pronounce, you can just come. Also wenn ihr das schlecht auszusprechen findet, dann könnt ihr mich auch Enfassant nennen. Du bist also das Kind, was sich für den Job hier angeboten hat, richtig? Großartig. Und the lowdown. What you be doing? Okay. Adventure Controls. Achso, brauche ich hier noch Anweisungen für Adventure? Ja, okay. I have to journey across the region, collecting specimens for my research. Ja, mein Englisch ist wirklich, also ich war in der Schule, also Schulnote 3 oder drunter. Also das ist also wirklich, es tut mir leid, wenn ich halt wirklich im Englisch vorlesen wirklich ein bisschen scheiße bin. Ja gut, gibt halt keine deutsche Ausgabe. Und dann schauen wir mal, überspringen wir halt mal ein bisschen Text. Ja, der typische Anfangsdialog vom Professor zu uns. Und das ist der Pokémon-Professor. Ja. Ist mal was anderes. Kein alter Mann oder keine alte Frau. Na gut, Professor Platan, das war ein bisschen. Der war ein bisschen jünger. Seit Pokémon X und Y. Pokémon Sonne und Mond. Ja, ist ein bisschen. Da wurde ein bisschen verjüngt. Aber der hier ist ja, der ist ja schwarzhaarig und gar nicht alt. Okay, ja gut, du hast eine Journey durch die Region. Ja, ich überspringe hier mal ordentlich Text.
Was habe ich jetzt bestätigt? Na toll. Jede Menge Text ist halt eine RPG. Das ist halt ziemlich blöd für meine RPG und Text. No Infos. Oh, ein Pokémon. We humans share this world with creatures known as Pokémon. In dieser Welt liegen neben Kreaturen, die wir Pokémon nennen. Ja, den Anfangsdialog kennt man eigentlich aus alten Pokémon-Spielen. Aus originalen Pokémon-Spielen. Gut. Das ist dein Job, die Pokémon zu studieren. Ja, das, was der Professor am Anfang sagt, das dürfte halbwegs klar sein. Who are you? Okay, jetzt haben wir hier die Pfeiltasten oder was? Okay. Bin ich hier ein Junge, ein Mädchen oder eine, ja, mittelältere Dame? Zwei Mädchen, ja. Junge, Mädchen, Dame. Also blau Junge, grün Mädchen oder pink Mädchen. Ja. Ja, wenn ich so recht überlege, bin ich doch ein Junge. Da bin ich mir relativ sicher. Das da kann man schon so feststellen. Mein Namen willst du wissen. Hoffen wir, dass er reinpasst. Zwergen. Schade, er passt nicht rein. Also nehmen wir Zwergi. So, mein Name ist Zwergi. Your name is Zwergi. Yes. Ja. Your journey, your story is about to unfold. The future is a blank slate. And together with your Pokémon, I'm going to fill it. There will be challenges and truths, and you are bound to make existing scars. Let's go! 10 years ago, Zwergi's family lived in Bilbage's city, the largest city in Tandor. Oha! Mein Vater, Kevin, war ein mutiger und talentierter Pokémon Ranger. Ach, Pokémon Rangers. Ja, das ist bekannt. Deren Mutter, Lucille, war ein brillanter, ein großartige Wissenschaftlerin und Expertin auf dem Gebiet der nuklearen Energie, also der Atomenergie. Ja, die beiden arbeiteten hart an ihren Jobs und aber trotzdem fanden die oft Zeit, zu Hause zu sein mit ihrem jungen Zwergi. Young Zwergi. Könnte man da eine Serie draus machen. Die Tandor-Region stand unter Frieden und Lucille's Company, Lucille's Firma hat gut gearbeitet, hatte viel Arbeit und ja, war gut im Betrieb. Arbeitete an Clean Energy, also an, ja, übersetzt das für mich. Gesunde Energie, oder das ist ja, wie nennt man das? Change the world. Ja, moderne Energie. The future is now. Ungefähr so. Es war ein ganz normaler Tag im Nuklearlabor bei der Mutterarbeit. Bei der Mutter auf Arbeit.
Routineinspektion, Spezialist-Strateg Glück. Ein Spezialist hat auf die Arbeit drauf geguckt, ob das alles läuft. Come on, have you finished your diagnostics? Yes, I have. Our jig seems to be working perfectly. This generator you designed really does. It's job well, Lucy. Excellent. If everybody has finished their work, we will break for lunch. Wenn alle fertig sind, gibt's Mittagessen. Oh, Boss, you might want to take a look at this. Guck mal da auf, Boss. Ja. Seltsam. Die Temperatur ist aber nicht normal. Sie ist höher als sonst. Wir sollten das Thermometer resetten. Oder der Reaktor hat den Leck. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das Englische vorlesen soll, das probieren soll, Englisch auszusprechen, ob ich lieber übersetzen soll. It can't be the Thermometer. Das kann nicht das Thermometer sein. Ich check das. Ich geh das überprüfen. Ah, was passiert denn hier? Alarm. There must be a breach in the reactor. Da muss was kaputt sein im Reaktor. Die Temperatur ist zu hoch. In ein paar Minuten explodiert das ganze Kraftwerk. Schnell evakuiert das ganze Kraftwerk. Flieht hier mal rum. Was will? Du musst jetzt auch gehen. Flieh. Los, hell. Oh, wei. Would Cameron's help? All of the scientists were able to escape. Also, mit der Hilfe des Typen dort wurden alle gerettet, außer Lucille. She was never seen again after that day. Sie wurden nie mehr gesehen. Das Radiokraftleck, das Atomkraftleck vom kaputten Reaktor. Irgendwas. Ja, das ganze Gebiet wurde verseucht. Eine Suche nach ihr. The loss of his wife had a profound effect on Kellen. Er hat den Verlust seiner Frau nicht verkraftet. Seine Personalität, sein Charakter war gebrochen und ja, changed, also hat sich verändert. Er wurde kaltherzig und hat sich in seinen Job vergraben, hat sich in seine Arbeit vertieft. Okay, er wurde zum Chef. Der Pokémon Ranger, wenn ich das richtig lese. However, he became too busy to care for his child. Okay, er war Chef der Firma und war zu angestrengt, zu überlastet von der Arbeit, um sich um sein Kind zu kümmern. So wuchs der kleine Zwerg alleine auf. Bei seiner Tante in Mockitown. 10 Jahre später. Die Tante. Ja, Audis Health warnt. Also, die wurde krank. Supporting a child was too much work for. Ja, es war zu schwer, sich um den jungen Zwerg zu kümmern. Zum Glück hat der Professor nach ihm geguckt und ja, hat ihn als seinen Assistent angestellt. Zwei Kinder von Mockitown plead Zwergi
und der Kindheitsfreund Theo, also ein junger Theo, mein Kindheitsfreund Theo. It was common for youth of a certain age to receive Pokémon and travel the region as Pokémon-Trainer. Jetzt war es ihre Aufgabe, die Welt zu erkunden als Pokémon-Trainer und ja, die Welt unsicher zu machen. Und so begann Zwergis Abenteuer in die Pokémon-Welt. Zwergi, komm runter, du bist zu spät. Okay, Feldtastenstörung. Sehr gut. Okay. Hab ich kapiert. Mich wieder ins Bett legen und schlafen. It's my bad. I don't need a nap right now. Schade. Ja, viele Bücher über Pokémon. Me and my Oten. Chapulau's Big Adventure. Quest for the Legends. I've read all of these many times. Ich habe die Bücher öfters gelesen. Eine Konsole. It's a Nintendo Wii U. But I hear they're coming out with a new system soon. Sehr cool. There's an ad for a new video game on TV. It's a Pokémon Battle Simulation Game called Red and Blue Version. Oha. Okay, time to go. Hier nochmal die Originalspiele gedisst. In gewisser Weise. Es wird gebootet ab der PC. Mailbox. There is no mail here. Items. Die Musik ist nicht halb so gut wie die Original-Pokémon-Spieler. Ich glaube, das war nicht mal das Ding hier. Original-Pokémon-Spiel, es war nur eine Erwähnung von Pokémon Rot und von Pokémon was? Okay, der von den Pokémon-Spielen. Irgendwas mit Evolution stand da noch. Die Karte. Das ist eine Karte von West-Tandor. Ui. Hier haben wir die Map. Pokémon-Schule. No Dungeon City. Okay, wollen wir uns noch nicht zu lange beschäftigen mit. So, runter geht's. Zur Mutti. Oder zur Tante. Zur Mutti ist er tot. Der ist geframed im Home, während der Hort ist. Schön. Ein schöner Spruch an der Wand. Die Heimat ist da, wo das Herz ist. It's a widescreen TV. I like to watch it while eating dinner. Ja, hier am Tisch sitzen und schön Mittagessen und dort ja, Fernseh gucken beim Essen. Gut. Das können wir nicht machen. Hier schläft die Tante. Okay. Ein paar Bücher. Die Musik ist auch schön, aber nichts im Vergleich zu Pokémon Originalen. Die Musik in Pokémon, in Original Pokémon, das ist natürlich, das kann keiner auf der Welt übertreffen. Und generell, ihr wisst doch, ich als alter Pokémon-Fan, die Originalspiele sind doch, das kann doch nichts dem Wasser weichen. Also, bitte ruhig doch. Ein Kaffeetasse. Oder eine Kakaotasse. Ja, ich find's um mal Real Talk zu machen hier. Ich find's ein bisschen einen schlimmen Schachzug. Ich find's ein bisschen scheiß Schachzug, um sozusagen, um es ehrlich zu sagen, dass Nintendo das verbietet, dass man da auch als Nintendo Game Freak und Pokémon Company, die drei sind es ja, die da irgendwie hinterstecken, dass man als Pokémon Company sagt, nö, das darf nicht, das geht nicht. Das finde ich auch wieder scheiße, aber ja. Macht's doch wie bei Star Wars. Es ist halt ein Nicht-Kanon-Spiel. Es gehört halt nicht zum Pokémon-Kanon und ja.
Futsch, Hope, she won't mind if I help myself to snack. Wenn man das Ganze legitimieren würde und dann gäbe es zum Beispiel auch eine deutsche Sprachausgabe dafür, dann könnte man ja auch deutsche Texte vorlesen. Dann gäbe es das auch in besserer Qualität, also in besserer Grafik und es wären so viele Möglichkeiten. Also wenn das wirklich mal unterstützen würde, wenn man da wirklich sagen würde, ja, warum nicht? Also macht's wie Marvel oder macht's wie Star Wars und zum Beispiel die ganzen Pokémon Ranger und der Pokémon Snap und so weiter, die ganzen Sachen kann man doch als Neben, kann man das Neben, da kann man die Hauptserie machen, also die Hauptspiele, die Nebenspiele und dann gibt es auch die Nicht-Kanon-Spiele, die halt irgendwie nicht dazugehören, aber doch irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Ja. Zwelli, du Süßer. Was? Heute ist dein großer Tag. Ist er nicht? Ich kann dir nicht helfen bei dieser Sache. Ja, ja, da endet mein Englischkenntnis auch schon. Oh, I've only these old bones could do more so that I could support us both. Okay, sie bereut, dass ihre Körper ein bisschen schwach sind in ihrem Alter und dass die sich noch ein bisschen, dass die sich zu alt fühlt und mich gerne unterstützen würde, aber ja, ihre Knochen sind schon schwach. But we both know that you are ready for this. You and that boy Theo. Okay, ihr seid bereit dazu, in Fußstapfen zu treten und große Fußstapfen zu treten und ins Abenteuer aufzubrechen. Ja, gut. Lass die Tante mal labern. Oh, Running Shoes. Ich hab die, wie hier sind sie im Original-Game. In der deutschen Version im Original Pokémon. Zuletzt in Pokémon Hardgold und Soul Silver. Das freut Nintendo jetzt gar nicht, diesen Namen hier zu erwähnen. Ja. Muss Nintendo auch nicht freuen. Zuletzt in Pokémon Hardgold und Soul Silver erwebt die Sprintschuhe. To Run Hold Z. Okay, Z ist die Sprint-Taste. Verstehe. Sniffel. Was? Hat die gerade an mir gerochen? Du don't mind me, sweetie. Wieso nennt die mich süßer? Na, ist meine Tante, die darf das in gewisser Weise, aber ja. Ich bin eine emotionale und alte Lady. Ja. Geh zu deinem Professor und such den ersten Pokémon aus, ich weiß. Lass mich doch ziehen, Tante. Oh, Monkey Town. Wo wir gerade über die Musik redeten, ich finde das nicht schlecht. Oder man wird das setzt schon eine Mütze oben drauf. Hm, was bist du? Du bist ein Pokémon oder was? Großartig. Monkey Town. Town of Fresh Beans. Hm. Kann ich mit dir reden? Und bleib stehen. Chin Chin. Ah, okay. Ein Angler. Ein Wunder, was das Kind auf Pokémon kennt. Guck mal, nichts in das Pond. Carpados. Also auf meinen Kopfhörern ist die Musik ein bisschen laut. Ich hoffe, die ist da. Ich hoffe, das ist ertragbar. Ich hoffe, mein Sound, also meine. Ja, ich bin jetzt auch durch das ganze Englisch. Ich bin jetzt auch komplett durcheinander. Ich habe versucht, Englisch zu sprechen. Jetzt bin ich mit Deutsch auch ganz komplett durch den Wind. Kann so schon nicht richtig lesen. My favorite Pokémon ist Chibbuck. It's so cute. Neue Pokémon also. Werden wir auch alte Pokémon sehen?
Wahrscheinlich eher weniger. My daughter's no a trainer. Did you know she's training her chin monk of Bluta? And she had to learn you see her. Okay. Wir beginnen hier wieder Hausfriedensbruch. Listen, have you killed of the new video game? It's called Pokemon Red Version. Hab ich gehört. Ist nicht mehr wirklich neu. I bought my son a new video game. The children are playing these days. But no, he won't put it down for even a second. Die Videospiele, sie machen dein Kind nur aggressiv. Er wird später zum Gewalttäter werden. Gib ihm lieber kein Videospiel. Für Pokémon nicht. It's dangerous to go alone, take this. Nee. Da stand was anderes. So. Hallo, Alter. Shouldn't pull up so fast. Not so long ago. It seems like I was on myself. Then be sure to have fun on your journey. Gute Sache, hier mal mein Englisch zu trainieren. Route 3. Habe ich mal die Chance, ein bisschen Englisch zu lernen. Ah, die Sprungtaste. Okay, in das Haus gehen wir jetzt nicht mehr. Obwohl ich hier gerne mal noch ein bisschen was erkunden würde. Ich will zum Professor. Das ist nicht das Haus vom Professor. Moki Town. Ich schieb dich vor mir her. Das sieht nicht hübsch aus. Das könnte zweideutig verstanden werden. Ja. Hier hoch. Ich will zum Professor. Hey, Vater. Wer bist denn du? Why do you think you're going? Huh? Are you trying to get to the lab before me? So you can get the better Pokémon? But that ain't gonna happen. Because I'm gonna get the strongest one first. Try to keep up, Zwergi. Na gut, der Name Zwergi ist jetzt hier im Englischen ein bisschen. Da ist ein Z drum. Das ist ein ziemlich harter deutscher Name. Babel. Hey, if it isn't Zwergi and you fat. Das wird jetzt für Amerikanische so ein bisschen scheiße auszusprechen sein. Aber gut. Ich bin ja kein Amerikaner. Deshalb kann ich Zwergi sehr gut aussprechen, aber andere Sachen auf Englisch nicht so gut. So, ja, das übliche Gelaber. Assistent und so weiter. Ihr wollt euer erstes Pokémon haben. Sucht euch euer erstes Pokémon aus. Aber ich war zuerst da. Test? I didn't study for any test. Der powerful Pokémon. Also er will das stärkste und das tollste Pokémon haben. Und wie schnell der allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Und wir sind hier wieder. Ja, okay. Ist klar, was hier los ist. So, are you ready to take the trainer aptitude test? Was? Ein Trainertest? Wait a second. Take your time. Okay. But not too long. Warte nicht zu lange. Okay. A machine to healing Pokémon. Pokémon heile Maschine. Okay. Na komm, Pokémon Test. Excellent. So without further ado. Got a new kind of on the wild. What's your first reaction? Attack it right away.
Wait and see what it does through a profile adds it. Attack! Very good, both of you. Come on, that was easy. Give me. Okay, next question. Which of these TMs would you prefer to teach you to your Pokemon? TMs, Hyper Beam, Protect, Hidden Power. Protect nicht, nee. Hidden Power, Hyper Beam, volle Pulle. Volle Pulle drauf. Mein Zwergentaktik draufhauen. Hey, Professor! Was. Was für ein TM, anyway? Das ist okay. Was der folgenden Pokémon würde in All-Out Battles? Welches Pokémon wirst du nehmen? Garkados, Gliscardio, Ampharos. Ich nehme das Rote. It's possible to fail this test. No, it isn't. No, this is your final question. To answer honestly. What's your motivation for becoming trainer? And your best in your region. Your friends. Become the very best. Ich will der allerbeste sein. Keiner von mir war. Immer das Rote angeben. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich vermute es schon. Haha, I did use Spirit Kids, well, that's it for the Trainer Aptitude Test. The results. Okay, I finished my analysis. Okay. Und unser Pokémon ist Zwei. You seem to be a trainer. You want. Hesitate to go for what you want. You prefer to. Also wie ein Pokémon bist du in Dungeon. Du bist der mutige und tapfere Typ. Manchmal lässt du dich auch von Sachen aus der Bahn bringen und aus dem Mut bringen und wirst schnell. Ein Pokémon wie du kann nur ein Kandidatisch sein. Das war jetzt relativ einfach, also jetzt musstest du halt einfach nur rot, grün oder blau antworten, wenn du als dein Pokémon wählen willst. Also wenn du jetzt das Feuerstarter aussuchen willst, dann ja, musst du halt rot antworten. Go ahead and take it, Zweigi. Obtained the Torch. Ich habe das Feuerstarter gewählt, natürlich. Ich und das Feuerstarter, das ist natürlich. Willst du dem Starter-Pokémon einen Spitznamen geben? Ein Männchen natürlich. Das ist das Feuer-Pokémon, und das sieht aber ziemlich gut aus. Bruh. Das Feuer-Pokémon sein soll. Ja, ein Spitzname. Dann nennen wir dich doch so. Als Starter-Pokémon. Hey, I'm tried to watching. Zwei Starter. Der Starter already. Wenn du eigentlich jetzt meinen. Okay, jetzt wird erstmal seine Salz gemacht. Was für eine Überraschung. Salz ist das Wasser-Pokémon. Sag nicht. Das Pflanzen-Pokémon. Okay, so ein Spiel also. Ja, mein erstes Pokémon. Und wer kriegt das letzte? So, you have a Pokémon. And no, I have a Pokémon too. You know what this means, right? We have a battle. Oh, please, not in the lab. Doch, im Lab. Zwei böse Theo. Theo. Spannende Lage dran. Ja, nein. Och, und Modi. Los, Modi. Scratch. Kratzer. Setz Kratzer ein. Der Kampf der Giganten.
Modi vs. Ochrips. Weg, Pokémon, run. Run! Du kannst in Trainerkämpfen nicht fliehen. Du kannst in Trainerkämpfen nicht fliehen. Genau das. Feuerattacke. Na komm. Nice. Modi hat gewonnen. Zweck hat gewonnen. Was? Was? Etwas Post zu gewinnen. Zweck gewinnt 350 Pokémon da und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Rivale. Wie hier schon nochmal. Theo. Geht siegreich gegen Theo aus dem Kampf hervor. The best trainer ever. That's impossible. Good trainers never. I know. Please don't cry, Theo. Hier, ich heile dein Pokémon für dich. Dein Pokémon wurde geheilt. Ich will ein unschlagbarer Trainer werden. Wie kann ich gewinnen? Ja, ich will wirklich gewinnen. Werbe between your starters, Zwergistors, has to type advance. Du hast einfach das Pflanzen-Pokémon genommen und ich habe jetzt das Wasser-Pokémon nehmen sollen. Water beats fire, fire beats grass and grass beats water. Ja. That's the element triangle that's of the them at our any weight. Ja, verdammt nochmal, wie die Pokémon funktionieren. Du hättest das Wasser-Pokémon nehmen sollen. Hättest du Zweig noch gewinnen können. Und mit dem Pflanzen-Pokémon ist eh keine Chance. So ungefähr. Frei übersetzt. No way, I wanna do over. How can Zweig get the better starter? It's not fair. I'm go home. Verdammter Ressource. He took that harder than I hoped. Hat das ernster, er hat das schlimmer genommen, als ich es gehofft habe. Ja, er wird sich schon wieder davon erholen. Ich treffe dich auf Route 1. Und bring Theo mit. Okay, wir müssen Theo mitbringen. Wir müssen zurück zu Theo und ihn aufmuntern. Okay. Ja, reden wir mit ihm noch. Okay, er recherchiert für neue Sachen von Pokémon. So, ich missbrauche dann mal dein Pokémon-Labor. Ich halte dann hier mal meinen Pokémon. Oh, das geht. Sehr gut. Vorhin zwar gerade vom Professor geheilt, aber ja gut. Doppelt schade nicht. Das letzte Pokémon kann ich mir nicht nehmen. Hab ich schon zwei. So, wie komme ich? Oh, back. Pokémon. Sehr gut. Mein Team. Modi. Da haben wir's. Mein erstes Pokémon. Mein Starter-Pokémon. Z ist die Renntaste. Sehr gut. Zwecke. 8 Orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Mein Geld. Trainer-ID. Ich weiß nicht, ob man die zeigen sollte. Und so safe. Natürlich. Safe Game. So wie Save the Game. Sehr gut. Doppelzeit besser. Und hier haben wir die Optionen. Ich muss dann schnell nachher nachgucken, ob die Musik wirklich zu laut war. Wie kann man sie noch leiser machen? Na, ganz aus würden wir sie nicht machen, aber... Ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe... Ich hoffe, das passt jetzt. Das war jetzt nicht zu laut. Finde ich, muss es für den nächsten Part anpassen. Gut, na dann, ich würde mal sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause hier an dieser Stelle. Ich gehe noch vor die Tür. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Im
in der nächsten Aufnahme auf Route 1 wieder. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Da mich noch irgendwo soll das der Fall gewesen sein. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich habe nicht im Blick. Ich habe nicht geguckt, wann ich angefangen habe. Mal schauen, wie viele Parts ich das hier unterteilt habe. Ja, wir sehen uns dann hier. Ah, da wartet schon der Professor auf uns. Wir sehen uns im nächsten Part, in den nächsten Aufnahmen wieder. Ja, bis dann und ciao. Ich freue mich drauf, ich spiele das gerne weiter. Schauen wir mal, was da noch so auf uns zukommt. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses Let's Play. Nintendo freut sich nicht auf dieses Let's Play, aber das ist mir momentan noch egal. Ich bin nicht abhängig von Nintendo, ich kann spielen, was ich will. Dieser Kanal ist kein Nintendo-Account. Nintendo. Also Nintendo dürfte das nicht spielen, aber ja. Ich habe schon meine Meinung dazu gesagt. Ja, dann mich nach oben, Abo da lassen. Man sieht sich. Ciao, ciao.